Hallo und herzlich willkommen bei Let's Sleep, gemütlich durchgenommen. Heute mit dem Einhorn auf dem Schoß. Das chillt hier ja ganz entspannt ab. Ich habe heute mal ein bisschen Licht an, weil ich so müde bin, dass ich sonst sofort wegknackte. Jedenfalls, wir spielen Fee. Ein ganz bezauberndes, buntes Spiel zum Tiere befreien. Wir spielen es mal ganz langsam. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir dafür bauen werden. Man lernt dort Tiersprachen, davon haben wir 3 gelernt. Ich glaube, insgesamt waren es 7, die man lernen kann. Es ist also noch einiges zu tun hier. Ich weiß gerade noch nicht genau, was ich jetzt gerade exakt zu erledigen habe. Aber mit diesen Tieren muss ich schon mal wieder eine Einheit eingehen. Da sind alles meine Freunde. Gucke ich auf die Karte. Da geradeaus ist... Ach ja, genau. Und da oben muss ich hin. Genau, das war der Plan. Das ist mir beim letzten Mal nicht geglückt. Gelückt. Wie der Niederländer sagt. Weil ich nämlich da runtergefallen bin letztes Mal tatsächlich. Aber dann ganz nach unten ins Wasser und dort wurde ich von einer Art Wasserbiest weggesnackt. Diese Felsen sind jedenfalls rutschig. Ohne wirklich rutschig zu sein. Das finde ich selber merkwürdig. Ich kann einfach nicht stehen bleiben. Wie schwer kann es sein, einfach mal irgendwo stehen zu bleiben und den Digitalstick nicht ganz so rumzureißen, Andi? So schwer kann es eigentlich nicht sein. Aber ich und Motorik am heutigen Abend, in der heutigen Nacht, werden augenscheinlich nicht... Ey, seht ihr das? Okay. Hänge ich hier jetzt fest? Habe ich einen Geheimort entdeckt? Nee, ich habe einfach nur die Möglichkeit, jetzt mich fressen zu lassen. Vom bösen Wurm. Vom Karpfen. Der Freude. Oh, komm, mein Name. So. So. Ihr seid noch befreundet mit mir? Yay. Ich würde es so gerne viel schneller machen. An dieser Stelle zumindest. Aber es ist nicht immer möglich, alles das zu machen, was man will. Ey, ich versuche es halt noch 20 Mal. Nicht wahr? Ja, genau, das machen wir. Ich weiß es ja selbst nicht, Mann. Ich weiß es ja selbst nicht. Also, manchmal gibt es Tage. Hallo. Bin ich jetzt mit denen verbunden? Ja, ne? Bestimmt. Nur mit denen noch nicht. So. Ja, oh, kommt her, Freunde. Wie viele das aber auch sind, ne? Ist das eine Herde oder ein Schwarm? Biologen am Start? Ich glaube, ich darf ja einfach nicht schweben. Ich muss einfach nur einmal... Ey, ohne Witz, willst du mich reinlegen? Willst du mich foppen, Spiel? Das fliegt ein bisschen früher. Okay, das bringt da überhaupt nichts. Wir gehen jetzt hier. Ach komm, dann gehen wir von hier. Warte, ich befreie mal kurz diese Rune. Tada. So. Und jumpe von hier drauf. Voll der Geiz.
Natürlich nicht. Das war von viel zu hoch. Direkt von hier vielleicht. Ja. Jetzt nur langsam laufen. Genau, direkt da einschmeißen. Nein. Nein. Doch. Das war super. Nehmen wir direkt noch einen mit. Denn da ist direkt noch was zum Zerschießen, habe ich doch gesehen. Muss ich aber hinlaufen. Das kann ich nicht von meinem Scharfschützenturm machen. Zack. Ja, ganz einfache Aufgabe war das. Oh. Auch jetzt noch so ein Viech, oder was? Du, du, du. Oh, nee. Ärgerlich, aber kein Problem, wir regeln das. Wir holen einfach noch einen. Nein, einfach hoch. Ha. So. Kommt, helft mir. Ja, gut, dass man die mitnehmen darf. Im Wasser lösen diese Dings sie es nämlich auf. Aber an Land kein Problem. Okay, da unten. Was geht's dahin? Da oben habe ich auf jeden Fall ein Schussgerät gesehen. Und, na. Gucken, ob ich da oben nicht hinkomme sogar. Baum, Pärbaum. Von da hinten? Nee. Nee. Wo fängt das denn an? Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht gut aus. Was war das? Ach, man kann auch wieder runterklettern mit Kreis, das wusste ich ja gar nicht. Na gut. Egal. Wir gucken erstmal weiter. Ach so, diese Bros kann ich mitnehmen irgendwo hin. Wahrscheinlich soll ich das tun und mit dem hier rüber. In den sicheren Tod nehmen. Oh, gute Idee, Andy. Cool, Andy. Nimm ihn mit in den sicheren Tod. Yep. Entschuldigung, Entschuldi. Tut mir echt leid. Ja, passiert manchmal, ne? Das ja. Nicht so streng sein, sonst wäre mal. Okay, hier dieses Ding da oben müssen wir auf jeden Fall aufballern. Denn da will es dann weitergehen. Habe ich jetzt schon mit euch gesummt? Ja, ne, wir sind schon. Ah, sind wir noch nicht Freunde? Jetzt sind wir Freunde. Okay, dann mache ich das jetzt doch. Was ich vorhatte. Den nämlich mitnehmen. So.
den kompletten mitnehmen jetzt. Okay. Das Gute bei diesen Hüpfeinlagen ist, ich kann hier nicht falsch springen. Denn die Blume schießt mich einfach genau im richtigen Winkel dahin, wo ich denn soll. Ja gut, aber jetzt bin ich hier und hab keine Waffe. Ich muss jetzt hier auf diesen Baum hoch. Ne? Ja, das sieht doch gut aus. Da ist viel grüner Bewuchs. Wieder klassische Andi-Hüpf-Passagen. Klassische, ich kann keine dreidimensionalen Abstände einschätzen, Passagen. Naja, komm schon, nochmal. So, ja, komm, easy peasy. Danke. Mal da unten war noch. Könnte jetzt sehr viel freischießen eigentlich, oder? Ich werde hier nochmal gucken, was hier so geht. Guck mal, ja, da kann ich zum Beispiel was freischießen. Ich einfach noch so mitnehme. Als kleines. Nee, der kann den nicht werfen. Dummes. Wie wenig Kraft hat er denn auf dem Arm? Und wir müssen gleich werfen. Oh nö. Versuch noch einmal, ansonsten geht's weiter. Das sieht aus, als hätte er eine Hand. Das ist. Warte mal, das ist irgendwas mit zwei Händen. Eine Statue mit zwei Händen? Käse. Habe ich hier zwei? Ne, daneben. Okay, Freunde, wir müssen kurz Werbung machen. Ich werde dann gleich hier alles weitere. Schießen. Also bis gleich. Willkommen zurück aus der Werbung hier zu Let's Sleep gemütlich durchgenommen. Dem Wegdummel und ein Mummel-Format auf Rocket Beans TV. Wir helfen gerade einer Schar Erdmännchen, irgendwas zu tun, was einfach nur gut aussieht. Vorrangig. Und da machen wir mal direkt weiter, indem ich hier mein Ziel anvisiere und ordentlich einen reinballer. So, guck an. Jetzt haben wir nämlich dieses Tor geöffnet. Wir holen die Herden dieser ganzen Würmer wieder. Hab ich's doch geahnt. Aber wie viele Herden gibt es dafür? Und wo ist jetzt die nächste Herde? Beziehungsweise, wie kommt man denn da hin? Diese Map ist auch nicht unbedingt. Map. Ich hole mal meinen Guidance-Vogel. Hilfe? Okay. Sag, wo ich lang war. Da runter. Ich soll einfach den hinterher. Schwer einfach ein bisschen. Hier soll ich runter. Da soll ich hart runter. Das ist jetzt schon der falsche Weg. Augenscheinlich. Jetzt soll ich da lang. Was soll ich genau tun? Der Vogel. Leitvogel.
Es ist so schwer, den zu verfolgen. Okay, darüber. Da kann ich nicht rüber. Depp. Den haben wir schon. Da soll ich hin. Meine anderen Kommunikationsskills. Ja. Leider keine, aber hier in der Nähe müssten welche sein. Ah, da. Nein, ey. Oh, oh. Ich habe einen Gegner entdeckt. Wie auch immer er das jetzt gemacht hat. Mal auf die Karte gucken. Hier ist auf jeden Fall auch noch sehr verkehrt. So, jetzt werde ich mal, wenn ich auf dem Baum bin, jetzt zeigen lassen, wo ich hingehen soll. Das ist in der Regel aufschlussreicher. So. Da runter. Ich fliege jetzt einfach mal nach. Du kannst ja fliegen. Okay. Und dann? Dann nach links oder was? Okay. Nein. Na gut, das bringt uns jetzt wenigstens irgendwo hin, wo wir hin sollen. Muss ich denn sterben, um zu leben? Out of the dark. So. Jetzt meine ganzen. Ich kann es noch mal angucken, wie die Herde da jetzt angekommen ist überhaupt. Denn ich habe jetzt die zweite Herde hergebracht. Also dem fehlt noch seine Herde. Das ist der eine. Eins, zwei. Zwei Leute haben ihre Herde zurück. Und die chanten. Chanten sehr cool dieses Geweih an. Aber das dritte fehlt noch. Und das ist, wenn ich da lang gehe. Sei ja weit oben da hinten links. Ach, wenn ich einfach bei ihm losstarte, in die Richtung, in die er guckt. Nein. So, vielleicht ist das der Trick. Da guckt er in die Richtung. Ja, das ist der Trick. Ja, immer drauf, leichter drauf, schneller drauf kommen können. Aber hey. Es ist so angenehm, dieses Spiel. Also, Frustration Quadrat, als ich mal auf einen 500 Meter hohen Hirsch klettern muss. Aber das hier, so schön. Da hüpft mir das Herz. So. Die dritte kleine Armee. Naja, markiere die Stelle für mich. Und jetzt willst du, dass ich da hochgehe. Okay. Das kann ich durchweg verstehen.
Was ist das? Brüllenball? Brüllenball weg. Ja, logisch. Das verstehe ich. Das sind Sachen, mit denen kann ich arbeiten. Klau. Das ist jetzt eine Höhle. Oh, okay. Brüllenball, brüllen weg. Quod erat demonstrandum. Tarngras. Aua. Brüllenstein, brüllen weg. Nee, das sind Raubtiere. Okay. Ja, da bin ich natürlich selber auch viel leiser. Das ist ja so eine Situation ist. Was machen sie denn jetzt? Was? Ach, die können auf jeden Fall sowas aufbrüllen. Ich kann mit denen reden. Cool. Cool, die sind nett mit mir. Das ist sehr geil. Das ist ja toll. Oh, wie schön. Die rempeln mich zwar um, wie die Blöden, aber sie helfen mir auch mit. Geil. Die haben also die Fähigkeit, das kaputt zu brüllen. Das müsst ihr für mich aufmachen. Noch ein Gate offen für die Bros. Jetzt kriegt der Dritte seine Tiere wieder. Na, das war ja einfach. Der Dritte war, glaube ich, der einfachste. Cool. So, jetzt kommunizieren wir natürlich mit dieser Blume. Hurra! Welche Blumen macht sie groß? Die Typen sind mega fresh, ey. Solche hätte ich gerne zu Hause. Okay, viele in die Boden Dings der Wupsi wecken den großen Paparazzi. Nein, den großen, das große Hirschgeweih. Ah, okay, ich sehe ja, wo ihr alle hingeht. Muss ich mich auch hin? Das ist natürlich da unten, nicht wahr? Klar. Yeah, let me fly. Guck mal, boing, boing. Da jumpen sie alle hin.
Oh, endlich mal ganz entspannt irgendwo lang segeln. Was ist das? Huch. Was hat mich denn da jetzt drunter durchgesegelt? Huch. Die kommen doch jetzt, ne? Ja, sind sie. Mega nice. Hier sind sie alle. Jetzt gibt es wahrscheinlich ein riesiges Konzert. Oder so. Ach, die. Hier geht jetzt eine Klappe auf. Und ich darf. Darf ich jetzt ins Licht gehen oder ist das jetzt eine Art Kino? Zwei links und rechts kugeln sich auf dem Rücken. Haben die gebärt? Ach, die haben Babys gemacht. Da kamen Babys raus. Und die Babys gehen jetzt in diesen Mund des Riesenwurms, der die Babys wieder wegspuckt. Das ist ein bisschen makaber, möchte ich sagen. Hä? Flup, flup. Der verteilt die halt in die Welt. Das ist ein bisschen Streuung generiert, ja. Jetzt lerne ich seine Sprache, die Hüpfesprache. Die klingt aber komisch. Sehr krächzig. Das ist echt eine komische Konstruktur. Oh, süßes Baby. Kann ich die jetzt mit dieser Sprache immer aus dem Boden rauszaubern? Egal wo? Nee, ne? Cool. Ja, wir haben es getan. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Ich habe eine neue Sprache gelernt. Ganz fantastisch. Ah, da ist noch einer von den Kollegen. Will der auch noch was sagen zu mir? Ah. Gucken, was passiert, wenn ich mit ihm rede. Vielleicht nimmt er mich dann mit. Oder Edisch oder so. Ist das ein Teleport? Nee. Doch, ich kann darauf. Und jetzt? Doch, er teleportiert mich. Cool. Super cool. Hyper, hyper cool. Und jetzt, wenn ich wieder drauf gehe, wieder zurück. Immer hin und her. Das ist ein ganz schön cooler Flug. Und fand ich, habe den Controller gerade sehr auf dem Bauch liegen, der dabei sehr vibriert. Fühlt sich ganz muggelig an. Hey. Schmunzel. Nein, nein. Ach, ich wollte gerade sagen, ist er jetzt abgehauen? Das wäre ätzend. Weil eigentlich muss ich den ja benutzen, um hier wegzukommen, ha? Ja. Komm. Stell dich nicht so an. Cool. Sehr, sehr cool. Oh, diese Vibration. Mm. Controller-Vibration am Belly. Vibration. Okay. Nun, was wir? Auch in diese Richtung, ja. Dem her. Hehe, ich kann sie jetzt selber öffnen. Was ist hier los? Oh nein.
Was holt ihr denn da raus? Holt ihr einfach Wasser raus mit eurem Geprödel? Das versteht mal einer. Hä? Was ist da los gewesen? Ach komm schon, Andi, ey. Mann, du machst es ja wirklich. Diesen Hüpfpassagen ist wirklich ein Problem. Und ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum, wenn ich hier jetzt einfach so jumpe. Das reicht doch. Ja, meine ich doch. So, jetzt nehmen wir Vogel. Hier Vogel, schöne Vogelmusik. So. Und crashen da natürlich. Was bringt das? Ich schreie mal laut nach meinem Liedevogel. Ja, einfach mal schnell weiter, einfach, ne? Na gut. Ein richtiger, hübscher, kleiner Frechdachs. Oh, ich brauche die andere Melodie. Ich kommuniziere nur über Gesang. Das habe ich schon mal geöffnet gehabt. Nee. Okay, hier gibt es wieder ein bisschen Story aus dem Lager der außerirdischen Gegnerrasse. Okay. Das ist doch auch so eine Art Riesenhirsch, oder nicht? Aber der ist nicht so groß wie der eine Hirsch, den ich vorhin. Die machen also fiese Experimente, oder was? Ja, haben wir ja letztes Mal schon gesehen, dass sie fiese Experimente machen. Okay. Aber wir haben noch nicht erfahren, was deren Beweggründe sind, ne? Also bisher wissen wir nur, dass sie einfach nur schlecht sind. Ich mag das ja nicht, wenn Leute einfach nur schlecht sind. Das ist für mich dann schlecht geschrieben. Also klar, vielleicht sind es auch einfach Roboter. So eine Roboterrasse, so Drohnenfiguren, die tatsächlich einfach nur programmiert sind, um und irgendwo irgendwelche Bodenschätze zu organisieren. Ey, doch, das ist im Prinzip wie unser Riesen hier schon vorhin. Aber doch ein Tick kleiner ist er. Ups. Mit angespitzteren Beinen vor allen Dingen. So, welche Richtung war der Weg? Welche Richtung ist der Weg? Hier lang, oder was? In den Baum? Das ist ein Dornbaum, da kann ich gar nicht rein. Gott, oh Gott. Aber schön sieht das hier aus. Das Grün ist auch ganz schön. Au! Hier kann ich wieder Wasser befreien. Erst dann, dass die Blumen wachsen oder so? Und komme ich hier vielleicht her? So. Naja, da komme ich wahrscheinlich her. Okay. Gut, das wäre also in diese Richtung weiter pacen.
warte mal, hier kommen wir her. Ja, selbstverständlich kommen wir daher. Oh Mann, oh Mann. Das wäre nur der complete backway gewesen. Der Rückweg gewesen. Also auf dem Rückweg kann man hier ganz schnell lang. Wahrscheinlich. So. Und hier geht's weiter. Oh, so eine schöne, sehr ruhige Passage. Boah, dieses Grün, ey, das ist wirklich... Das hat was für mich, ey, das ist wirklich schön. Oh. Oha. Ja, jetzt wird es natürlich gruselig. Oh, da oben irgendwas Größeres? Ne, ist auch nur ein so ein Kerl. Okay. Huiuiui, okay. Jetzt doch nochmal. Spannend. Erstmal gehe ich glaube hier. Oh. Nein, sei mein Freund. Du kannst nicht mein Freund sein, ne? Du bist ein umgebautes Wesen von den Gegnern. Oh, das war ein genetisch modifizierter Gegner, glaube ich. Also ein ursprüngliches Tier, was zu einem Gegner umgebaut wurde. Wenn ich das richtig sehe. Okay. Lass mir das. Na, gerade hinterher gehüpft. Komm. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen was von den Experimenten erfahren. Wie die Tiere denn genau umgebaut haben. Denn vorhin hatten wir ja schon einen so einen von diesen Kollegen, der hat uns für uns, oder sogar Geschwister, glaube ich, die haben so ein bisschen rumgetollt und für uns Wände eingerammt. Okay. Ups. Jetzt sehe ich nichts mehr. Hörte mal beim Arzt und wurde weit getropft, dass man besser ins Auge reingucken kann. Weit tropfen nennt man das. Das hatte ich als Mensch, der in der Jugend öfters Probleme mit den Augen hatte, sehr häufig. Okay, wo soll ich hin? Was triggert das Event? Ich bin quasi jetzt gerade der Hund, ne? Sowas in der Art. Das sieht schon geil, das ist schon geil gemacht. Das ist schon eine richtig geile Szene, Mann. Das ist grafisch echt fett. Wirklich krass. Kann ich wirklich hier auf diese Chaise Lounge mich legen? Nope. Ja, okay, was erwartet ihr von mir, Freunde? Was soll ich tun? Ich habe keine Fähigkeiten. Okay, ich gehe da lang natürlich. Diese Szene, können wir uns noch angucken? Oh Gott, da springe ich runter. Oh, kann ich nicht. Gott, oh Gott. Ja, wir haben gerade den Entstehungsprozess eines Monsters gesehen, glaube ich. Und wie wir das besiegen und ob wir das vielleicht sogar hierher locken müssen, um da hinten durch die Wand zu kommen, das können wir heute leider alles... Ne, wir können auch hier einfach die Wand mit einschmeißen. Erstmal nur Werbung. Das erfahren wir alles nach der Werbung. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück zu Let's Sleep gemütlich durchgenommen. Wir spielen Fee und gerade habe ich hier einen Ort entdeckt, an dem ich eventuell dieses Ding da hinten gegenklatschen muss. Vermute aber, dass ich so weit niemals werfen werde. Okay. Na okay, ich glaube, hier muss ich
Oh, krass. Da ist das Schnupperhorn. Schnupperhornmonster. Nein. Ich muss jetzt vor allen Dingen andere Musik nehmen. Wahrscheinlich. Nein, die hier. Nein. Aha. Ja, hier ist jetzt das Monster. Aber es traut sich nicht ins Wasser, oder was? Ist hier los? Nicht mit denen nicht kommunizieren, nee, ne? Die ja nur so ein beschränktes Sichtfeld hat auch, ne? Hier wäre natürlich schon die Lösung des Rätsels. Locken Sie bitte dieses Biest sich Ihnen hinterher, steht da wahrscheinlich. Mal reingucken. So, mal kurz lesen. Hieroglyphen lesen. Nee, okay. Fische. Und dann bricht die Brücke kaputt. Okay. Das ist ein klassische Message auf jeden Fall, ja. Na, ich will das hier nutzen. Aber wo kommt der? Der muss doch jetzt herkommen. Das ist doch jetzt seine Aufgabe, oder nicht? Da ist er. Ich gehe hier hinten weiter. Das kann es ja auch nicht sein, ne? Mist. Also, nochmal. Mal mit Hilfe vom Vögelchen vielleicht. Ich muss da echt auch die Lage ein bisschen überschauen. Wieso bin ich denn jetzt hier oben? Sag du es mir. Da hinten muss ich hin, da. Ups. Oh oh. Hey, witzig. Die kann man eher geil durch die Gegend verarschen. Okay, aber zwei von denen nicht. Aber da ist dieser tote Fisch. Damit hat es auch was auf sich. Nein, nicht ihr. Scheiße. Ja, es ist ein bisschen chaotisch hier gerade. Aber das Chaos darf ja auch mal über den Dingen stehen heute. Das ist schon okay. Ja. Es ist alles okay, okay, okay. Es ist alles okay, okay. Nee. Nope, beep, no. Pete. Ich muss die da reinlocken, glaube ich. Ich muss irgendwas mit denen machen.
das Game sagt, ich soll irgendwas anderes machen. Aber ich sage, guck mal. Und wer kennt sich ja wohl besser aus, das Game oder ich? Hm? Das Game kennt sich doch selber gar nicht. Hier kann, die können einfach nicht ins Wasser, oder was? Mist. Da muss ich... Okay, also ist dieser Ort noch nicht der richtige, vermutlich. Und warum habe ich noch nicht dieses Ding zerschossen komplett? Weil es nicht ging, ne? Ist es richtig? Wir kommen nicht weit genug, korrekt? Ne, kommen wir nicht. Okay. Brauchen wir eine Art Stärke-Mod? Was ist denn? Toughness, also Arm-Skillen. Ich skille auf Arm. Ausschließlich. Mhm, gut. Aber der sagt, Andi, bitte, flieg da hinten hin. Ach so, wir müssen Wasser öffnen. Damit die Fische wieder rumleben. Hm? Weil wenn da genug Wasser drin ist, dann können wir den Fischen irgendwie helfen. Oder so. Dann machen die irgendwas Gutes bestimmt. Okay. Ach, ich noch mal ein bisschen mehr Hand weitergehen. Hier sind diese grünen Dingsies. Sollte jetzt irgendwo eine... Direkt da so. Was ein Vogelnest. Der bitte endlich weggehen, bitte. Das wäre doch mal was. Ich muss höher. Okay. Na komm, gehst du da bitte mal hoch. So. Okay, mal gucken. Okay, hier ist natürlich ein Vogelnest. So, im Vogelnest sind wir drin. Okay. Und ja, das ist gut. Jetzt nehmen wir die Vogelmelodie und zerballern.
den Wassertank. Und es ist schon mal ein bisschen sehr viel flüssiger. Ja. Okay, muss ich noch mehr Fische befreien? Da komme ich her. Oder wo komme ich her? Warte mal, Map. Die Richtung muss ich. Werde ich auch. Oh, Mist. Nächste Welt, ich gehe jetzt hier einfach unten lang. Map. Wieso gehe ich denn jetzt wieder in die falsche Richtung? Was ist los? So. Was ist jetzt die richtige Richtung? Ist das die richtige Richtung? Ja, okay. Da will ich ja gar nicht. Hier lang. So. Aber den Fischen geht's gut. Wir haben die Fische quasi gerettet und das ist sehr gut. Oder den Fisch? Jetzt auf jeden Fall hier lang. Oh. So ein geiler Ort, ja. Okay. Völlig krass. Warum wir jetzt plötzlich hier sind? Ah, okay, hier sind diese beiden Dudes. Ich weiß jedenfalls nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn das erfahren wir alle erst in der nächsten Folge von Let's Sleep, gemütlich durchgenommen. Ich wünsche euch gute Träume. Lasst euch keine komischen Glasdiamanten in den Kopf einbauen, auf dass ihr plötzlich Monster werdet. Seid einfach keine Monster. Seid einfach bitte keine Monster. Ciao.